Nachdem wir in der letzten Folge Sandra besiegt haben, befinden wir uns jetzt hier vor... ich weiß es nicht, wir gehen mal ganz schnell rein, denn da war schon wieder so ein dämlicher Grafikfehler in der Drachenhöhle. Ja, so Grafikfehler sind eigentlich immer ein schöner Opener für eine Folge. Noch schöner sind allerdings schnelles Vorankommen hier in der Drachenhöhle. Okay, ein erster Trainer direkt am Anfang. Wusch, es geht auch ohne zu zögern direkt los. Hey du, was hast du hier zu suchen? Hier darf nicht einfach jeder rein, verstehst du? Ja, erstmal reden. Ja, das hier ist Folge 45. Denke ich doch, ja, sollte eigentlich, ja, ja. Wir merken langsam, wir sind etwas underleveled. 6 Level Unterschied sind dann doch schon ein kleiner Sprung. Das Levelproblem ist bei Hard Gold ja sowieso so eine Sache. Dadurch, dass man eben 16 Orden hat, bekommt man deutlich weniger Erfahrungspunkte. Insgesamt, bei welchem Spiel bist du bei 8 Orden bei Level 31 mit deinem Pokémon? Und irgendwann, also hier macht es gerade so einen kleinen Schritt, so 6 Level Unterschied sind schon 6 Level, naja, und dann haben wir eben auch noch die, alter, die Drachen-Pokémon als Gegner, und Drachen sind ja eben auch etwas resistenter als manch andere Zeitgenossen. Das Dragonier hier, das kann auch vom Arena-Leiter eben ein Pokémon gewesen sein. So... wir wollen uns natürlich jetzt den 8. Orden abholen. Wir haben ja uns nicht ohne Grund so doll angestrengt, um Sandra zu besiegen. Haben es dann geschafft in einem nervenzerreißenden Kampf letzte Folge. Und wollen uns jetzt unseren Orden abholen, damit wir eben 8 Orden haben und damit dann auch zugelassen sind für die Pokéliga. So. Ach, ganz knapp. Nochmal. Wir überleben mit 5 KP übrigens. Ja, wir haben jetzt hier Giflor. Und Giflor ist eigentlich ein echt cooles Pokémon. Also gar nicht so schlimm. Ich mag Bluflor ja nicht. Ich mag Bluebella sehr gerne. Bluebella auch noch lieber als Giflor. Aber ich glaube, ich habe sogar richtig gemacht. Ich glaube, das ist sogar Giflor. Und sonst kann ich die eigentlich nicht auseinanderhalten. Oder unterscheiden. Ich habe versucht, das zu vermischen, das Wort. Untereinanderhalten. Okay, also auseinanderhalten oder unterscheiden. Da hinten haben wir das 2D-Sprite, da haben wir, also in die Richtung da so, das 3D-Shiny-Sprite und, ja, sieht beides ganz okay aus. Also ich finde, dass bei das Shinies teilweise halt wirklich aufwerten, die Pokémon-Farbgebung. Es gibt einige, da sehen nur die Shiny-Versionen so erträglich aus, beziehungsweise sehen halt deutlich besser aus als die Original. Und hier ist es so, dass, ja, beide ganz okay aussehen. Ja. Man könnte, wenn man das nämlich nicht weiß, auch denken, dass das Grüne, also die Shiny-Version da drüben in die Richtung, dass das quasi die normale Version sei. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so weit entfernt oder nicht so... man muss... ihr wisst, was ich meine, oder? Der Gedanke liegt nicht so weit entfernt, dass eine Pflanze grün sein kann, und deswegen, wenn man also keine Ahnung hat, so, dann könnte man denken, ja doch, warum soll es nicht grün als Basisfarbe haben und dann eben so einen orangenen Schirm. Und dann denkt man eben, ja okay, und dann so ein dunkelblau als Shiny ist auch eigentlich ganz cool, oder? Also ich würde das so, ich würde es dann cool finden, dann würde ich nämlich sagen, ja guck mal hier, die Shiny-Version ist ganz cool. So ist sie grün, aber es geht auch. Es kann nicht einfach jedes Pokémon eine blaue Shiny-Version haben. Ich würde es feiern, aber es geht leider nicht. So, ich habe gerade gemerkt, den Carpadors müssen wir jetzt nicht unbedingt, die müssen wir nicht unbedingt alle besiegen. Dratini Level 15, eieiei. Das finde ich ja immer gar nicht so schlecht. Ja komm, hier, ab geht's, Clementine. Ich greife auch mal mit Metallklaue an. Das Problem ist eben auch, dass wir mit Dratini, ja, wir besiegen sowieso, dass wir mit Dratini wieder ein Pokémon hätten, dann das, also erstmal Flug haben wir schon, Drache wäre cool, das stimmt, absolut, aber es bedarf eben auch wieder sehr viel Training. Trotzdem, ich glaube, Dratini ist gar nicht so extrem oft, wir haben da jetzt, glaube ich, schon relativ Glück gehabt. Ach, wir müssen außen rum, guck mal, das schauen wir einer gut, nee, hier können wir nicht lang, genau, wir müssen außen rum. Da ist ein Strugel. Haben wir ein Pokémon, das Whirlpool kann? Ich glaube, wir haben die Attacke schon bekommen. Whirlpool Kaskade haben wir auch schon. Oh Mensch.
Das wusste ich gar nicht. Ach ja, das kann ja Clementine gar nicht erlernen. Was ein Hurensohn. Und Whirlpool. Spike. Hat Spike schon eine VM-Attacke? Müssen wir nachschauen. Nein, zum Glück nicht. Dann bekommt Spike die jetzt noch. Ja, Zerschneider hat er nicht. Stärke hat er nicht. Das ist schon okay. Und das Kaskade, dass das Kaskade nicht in unser Team passt, ist ein bisschen nervig. Also, so cool finde ich das jetzt nicht. Clementine setzt Surfer ein, Josh springt rein. Wir treffen ja nochmal ein Dings, wie heißt es? Oh, guck mal, ein Doppelkampf. Ein Dratini. Jana und Nana, wer bist du denn? Werdet ihr gleich sehen. Ja, ihr seht diesmal wieder eine andere, naja, ungefähr die gleiche, aber ein bisschen eine abgewandelte Version meines Zimmers. So, abgewandelte Kameraeinstellung. Diesmal schaut ihr quasi auf die linke Seite meines Zimmers. Das ist meine rechte Hand, aber es ist für von meiner Tür aus gesehen die linke Seite. Nee, das hilft, das trifft alle, nee. Nee. Gehen wir auf Metallklaue. Und hier auf Hornattacke. Und dort oben, was ihr dort seht, ich versuche mal, guck mal hier, da fängt es an. Bis da hinten. Das sind Mangas. Das sind auch Mangas, das sind Pokémon-Mangas hier, die da. Und das sind Fullmetal Alchemist DVDs und das ist die ganze Fullmetal Alchemist Reihe. Und das ist ein Yoshi. Ups. Ich zeige hier vollkommen falsch. Ach du Scheiße. Ja, damit hätten wir das erste fast besiegt. Ey, die lutscht Eis in Miami. Okay, und du Hornattacke auf Dratini. Sehr gut. Dann seht ihr noch ein Rom 2 Poster. Rom 2 war ein gutes Spiel. Mein Mikrofon, mein CD-Player, DVD, nee, CD-Player nur. Naja, was man eben alles so sieht. 82 Erfahrungspunkte, was zur Hölle. Okay, Donnerblitz. Bisschen Damage wird's machen. Ja, das ist auf alle. Das wollten wir nicht, ich will nicht auf alle. So, hoffen wir mal einfach, dass wir ein bisschen Damage machen und dann hier mit dem Kampf durch sind. Und hoffen wir sehr, dass das Item, was wir uns dann da, das Item, was wir uns dann da eben holen können, es wert ist, diesen Kampf begangen zu haben. Jeder Kampf macht schlank, so. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich war heute übrigens bei einer Modemarke, einem... kann man es am besten sagen. Einem Textilwarenhaus. Die sich eben auch darauf spezialisiert haben, andere Dinge anzubieten. Das Hemd, was ich anhabe, kommt zum Beispiel von daher. Aber auch die Brille. Ihr kennt das doch, ne? Dann seid ihr da in diesem Laden drin oder sowas und dann haben die da eben natürlich eine richtig kleine Männerabteilung, so Frauen über 3 Stockwerke. Ungelogen. Unteres Stockwerk, Frauen. Mittleres Stockwerk, Frauen. Oberes Stockwerk, Kinder. Mittlere Abteilung wieder zurück. Männer, aber ungelogen, ein Viertel der Etage, Männer. Ja, und dann 3 Viertel wieder Frauen. Ja? Und dann kennt ihr das dann vor den Kassen und so. Hängen dann da noch, wie heißen die? Brillen, Gürtel, Hüte, Lederbänder oder sowas in die Richtung. Socken. Und so, ihr wisst, was ich meine, die ganzen Accessoires dann. Und da habe ich mir heute das hier geholt. Deal with it. ja, wir machen immer ganz gerne heftigen Scheiß, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin. Und, also wir machen einfach gerne unsere Späße. Und ich finde es eben sehr spaßig. Ja, Whirlpool einsetzen. Boah, Whirlpool ist so eine VM. Ich meine, so ein Whirlpool
wie wir ihn da jetzt gerade sehen, der ist auch nur dafür da, dass wir diese scheiß VM einsetzen, dass wir wieder 8 VMs haben, oder? Für was anderes ist das noch nicht da. Das ist doch echt, also Verarsche hoch 3, sag ich mal. Bloß um einen Slot wegzunehmen. Bloß damit man wieder 8 VMs hat. Oh nee. Und diese Brille war tatsächlich irgendwie. Wie viel die kostet? 2 Euro. Alter. Ist ja krass, wie sie die ausgenommen werden, die Leute da in China und alles, wie die das herstellen. Aber da habe ich gesagt, ja gut, so ein Scheiß, den kann man dann einmal mitmachen und dann ist gut. Und da ich auch eine normale Sonnenbrille brauchte, normal, habe ich mir einfach noch die hier mitgenommen. Deal with it, hoch 2. Oh, willkommen, aber nicht doch. Du musst dich für nichts rechtfertigen. Sandra hat dich zu mir geschickt. Habe ich nicht recht? Ja, naja, sie ist so ein eigensinniges Mädchen. Du kennst sie ja. Was, du kennst sie nicht? Na gut. Sei mir nicht böse, aber ich muss dich einen winzig kleinen Test unterziehen, okay? Oh, oh. Oh nein, keine Sorge, ich werde dir nur ein paar Fragen stellen. Gut, dann fangen wir mal an. Oh, nicht kämpfen. Was sind Pokémon für dich? Kameraden, untergebene Freunde. Kameraden, die mit uns die mit uns an Seite kämpfen. Ich verstehe. Was benötigt man, um einen Kampf zu gewinnen? Strategie. Ich verstehe. Gegen welche Sorte von Trainer würdest du am liebsten kämpfen? Schwache, starke, jeden. Ich verstehe. Worauf musst du am meisten achten, wenn man Pokémon trainiert? Liebe, harte Bandagen, Weisheit. Ah, ich verstehe. Welche sind dir lieber, starke oder schwache? Beide auf jeden Fall. Ich verstehe. In deiner Brust steckt wirklich ein Herz für Pokémon. Ich bin begeistert. Du hast genau die richtige Einstellung. Jasper, bewahr sie fest in deinem Herzen. Wenn dir das gelingt, wird es dir auch später in der Pokémon-Liga einmal von großem Nutzen sein. Oh, Sandra. Hallo. Na, wie hast du abgeschnitten? Warte, lass mich raten. Bei dir ist Hopfenmalz verloren. Was? Du hast bestanden? What the fuck? Niemals. Mother of God. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht einmal ich wurde von ihm als würdig erkannt. Ja, also man muss schon blöd sein, um da die falschen Antworten anzukreuzen. Sandra, dieses Kind ist eine wahre Offenbarung, was Technik und Einstellung angeht. Nun spring endlich über deinen Schatten und rück mit dem Drachenorden raus. Wenn du dich weiterhin weigerst, dann sehe ich mich gezwungen, Siegfried davon zu erzählen. Was? Nein, in Ordnung, in Ordnung. Hier, der Drachenorden. Los, das nehme ich schon. Jasper erhält den Drachenorden. Sehr schön, da haben wir ihn. Sieht schön aus da unten. Mit dem Drachenorden in deinem Besitz können deine Pokémon mit der Attacke Kaskade jeden Wasserfall erklimmen. Ferner werden dich alle Pokémon als Trainer anerkennen und dir bedingungslos gehorchen. Boah, wenn wir endlich so 100 sind und läuft. Sandra, dieses Kind besitzt etwas, das dir fehlt. Einen Penis. Denk mal in Ruhe darüber nach, was ich damit meinen könnte. Oh Gott, da rennen sie ganz schnell weg. Ein Penis. Übrigens, hast du schon einmal den Namen Lugia gehört? Es heißt, dieses Wesen habe vor langer Zeit auf den Strugglinseln gelebt. Lugia ist zwar Pokémon, aber naja, schon gut. Hört nicht auf das Geschnwafel eines alten Mannes. Und weg hier, der wird mir wirklich unheimlich, der Typ. Das Wasser ist tiefblau. Wir setzen Surfer ein. So, und ich hatte euch vorhin von Mangas erzählt. Ich erzähle euch einmal, welches meine Lieblingsmangas sind, okay? Ich erzähle einfach mal kurz, was mir einfällt. Fullmetal Alchemist ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingsmangas. Eine doch eher erwachsene Story. Im Gegensatz zu. Oh, ich muss schon wieder gehen, tut mir leid. Im Gegensatz zu zum Beispiel, naja, Naruto an einigen Stellen auch. Aber es gibt so ein paar. Ja, es gibt so ein paar Experten-Mangas, wo ich sagen würde, naja, das ist jetzt eher so ein bisschen. Die Story ist ganz okay und alles, aber nicht erwachsen. Zum Beispiel bei One Piece. Ich habe die ersten 20 Bände von One Piece gelesen und nicht weitergelesen danach. Also es war ganz okay, so alles, aber das Charakterdesign fuckt mich unglaublich ab. Also solche Scheißcharaktere muss man sich erstmal ausdenken, das ist unglaublich. Und, ja, die Story ist halt auch wieder so, Freundschaft besiegt alles und, kämpft für meine Freunde und bla, und das ist halt ganz okay, aber, nicht das aller tollste. Naja.
Ich will eigentlich doch noch eins fangen. Ein Dratini. Eigentlich schon. Und an der Stelle 1 packe ich dafür. Gaia. Falls wir eins auf Stufe 25 oder so treffen sollten, dann können wir gut Zertrümmerer oder sowas in die Richtung raushauen. Und dann, ja. Übrigens prophezei ich, dass wir die nächsten 5 Kämpfe keinen Dratini finden werden. Ich weiß nicht genau, wie die Quote ist dafür, aber Flucht gescheitert. Are you serious? Are you serious? Alter. Gegen ein Carpador. Wie kann ein Carpador denn einen davon abhalten zu fliehen? Das ist unglaublich. So, zweiter Kampf. Immer noch. Ah, nee, ich habe gesagt, die nächsten 5. Also. So. Oh, ich hatte Unrecht. Level 14. Ab geht's. Dritter Kampf. Oder vierter Kampf. Irgendwie sowas. Zertrümmerer. Wird's nicht umbringen. Wird's nicht umbringen? Oha. Das ging ja doch gar nicht so extrem langsam. So. Tschuk. So. Ja, Naruto habe ich ganz. Habe ich. War mein aller meiner ersten Mangas, so die ich gelesen habe. Wirklich ganz cool. Wir sind hier doch in einer Höhle. Vielleicht bringt der Finsterball ja ein bisschen was. One Piece habe ich dann später gelesen. Erst letztes Jahr oder so. Fand ich nicht ganz so extrem geil. Fullmetal Alchemist war super gut. Detective Conan ist echt ganz cool. Da ist es aber auch so. Ich gucke echt richtig ungerne die Animes von den Mangas, die ich mag, weil einfach alles in die Länge gezogen wird ohne gleichen. Dragon Ball ist einer der aller geilsten Mangas. Auf jeden Fall. Ich habe den komplett durchgelesen gerade, wie ihr vielleicht auf Twitter gesehen habt. Komplett durchgelesen. Aber ich würde mir nie im Leben die 80 Millionen Folgen Dragon Ball und Dragon Ball Z angucken. Nie im Leben. Nee. So, hier eigentlich, der Finsterball ist geeignet in der Nacht oder an dunklen Orten, also in Höhlen. Und eigentlich sind wir an einem dunklen Ort. Da hat es die Fangquote mal 4 und es ist bis jetzt immer direkt wieder ausgebrochen. Jetzt hat es einmal gewackelt, zweimal gewackelt, dreimal gewackelt, gefangen. Hauptsache, ich widerspreche mir selber. Aber wenn wir dafür dann das Pokémon fangen, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. So, aber ich glaube, es ist ein weibliches Dratini. Es ist bereits bei der Geburt sehr lang. Durch permanentes Häuten wird es schnell noch größer. Wie nennen wir es denn? Fällt mir ein guter Name ein. Nee, doch nicht. Fällt euch ein guter Name ein? Wie heißt denn die Rockbell von Fullmetal Alchemist? Winry. Das passt doch irgendwie. Winry. W-N-W-N-R-Y. Winry wurde in Box 1 übertragen. Ja. Und nochmal ein Carpador. Nee, doch nicht. Sandra. Hey, was gibt's? Warte mal. Sandra.
Ich möchte mich entschuldigen. Bitte nimm das als Entschuldigung an. TM59. Bestimmt Drachenwut oder sowas. Oder Drachenschlag. Drachenpuls. Das ist... Naja, was das ist ja auch egal. Jedenfalls haut es ordentlich rein. Du musst sie nicht nehmen, aber wenn du möchtest, dann nimm sie bitte. Worauf wartest du noch? So ist der Weg zur Pokémon-Liga. Kehre zurück nach Neuborgia. Und surfe vom Route 27 nach Osten. Allerdings... Naja, du siehst mir so aus, als hättest du erst noch was zu erledigen. Lass dich jetzt nicht gehen. Klar, egal was du von nun an tust. Wenn du aufgibst, bekommst du mit mir zu tun. Denn das würde meine Niederlage gegen dich noch verschlimmern. Also halt die Ohren steif, mein kleiner Padawan. Wir haben in der Tat noch was zu tun. Erstmal uns aufladen. Oh, Lind ruft uns an. Mensch, was geht? Hallo, Jasper, wie steht's? Hör mal, ich habe hier was Tolles für dich. Hol es dir bei Gelegenheit im Labor ab, okay? Bis die Tage. Professor Lind, was gibt's denn? Und, seht ihr das? Es ist nachmittags. Momentan ist es 17.52 Uhr in Real Life. Und das heißt, wir haben eine wunderschöne, orangene Farbgebung. Ja. Macht immer Spaß, zu dieser Uhrzeit zu spielen. Finde ich. Tief im Inneren des fernen Indigo-Plateaus befindet sich die Pokémon-Liga. Die fähigsten Trainer des ganzen Landes kommen dort zusammen. So, sie benötigt meine Pokémon. Ja. Die bekommt sie. Was will Professor Lind von uns? Das ist eine sehr gute Frage. Mit Duflo und Giflo sind wir durch. Wir werden sie nie wieder verwechseln, da sie nicht mehr als Pokémon of the Day in Erscheinung treten können. So. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage ist, wow, wieso haben wir so viele Pokémon? Sandan haben wir aus der Dings Safari-Zone. Gyarados ist ein Event-Pokémon. Kleinstein habe ich aus der Safari-Zone. Knuffensa, weiß ich nicht genau. Magnetilo, wollte ich das mal trainieren? Ich weiß nicht. Wo ihn genau? Wo habe ich die denn? Das hier sind beides Event-Dinger. Naja. Und daneben noch Dratini. Mit Winry. Winry ist Drache und wird zu Drache Flug. Ey, ich bin ganz, ganz, ganz doll am Überlegen, ob ich nicht einfach Tauboga rausnehme, da es bis jetzt sich nicht wirklich, also wirklich nicht, gelohnt hat, Tauboga dabei zu haben. Es verliert alles. Allerdings haben wir natürlich den Nachteil, dass, dass wir dann kein Fliegen mehr hätten, bis wir einen Dragoran auf Stufe 55 hätten. Und das dauert. Und bis dahin könnten wir kein Fliegen einsetzen. Das wäre ziemlich nervig. Also, wir sind jetzt hier durch mit Ebenholz City. Es geht hier noch ein bisschen Richtung Süden. Und zwar Bergstraße voraus, Route 45. Was hier noch auf uns wartet, werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge anschauen. Danach werden wir... Oh, noch eine Dunkelhöhle. Mensch, Mensch, hier gibt es noch einiges zu erkunden. Wir werden mal schauen, was genau das ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch sehr, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und wir werden mal schauen, was es hier noch so zu erkunden gibt. Und dann werden wir sicherlich auch bald bei Professor Lind vorbeischauen. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich. Haut rein.